Hallo und herzlich willkommen bei der Kellereulenbande. Heute sind wir bei einem ganz besonderen Lost Place, denn wir sind mitten im Wald. Und wo genau wir sind, zeige ich euch jetzt. So ein richtig kleines Hexenhäuschen. Genau, so ist es. Hier war die, komm ich ans Tiefenklo. Also hier, die gehen nicht dicht rüber. Wie ihr seht, ich bin nicht alleine unterwegs. Ich habe heute schöne Unterstützung von, stell dich doch mal kurz vor. Unter anderem auch von Instagram, vergessen auch das A. Und wir zeigen euch jetzt heute ein Haus im Wald. Wahrscheinlich Ferienhaus, aber gleich gibt es mehr Infos dazu. Ja, eigentlich hat sich hier noch jemand so viel Arbeit gemacht mit dem Ding, ne? Ja. Mitten im Wald hier. Ja, aber trotzdem, du hast halt noch relativ viel Zeug hier drin, ne? Ja, ja. Hast du einen Ofen, Töpfe. So, diese alte Verstauschränke, die früher überall hotscht. Ach, und mit Töpfen, mit allem drum dran. In jedem Ecken immer irgendwo was, genau, wo du was verstauen alles konntest. Wurde komprimiert, irgendwas verstoppelt oder sonst. Da habe ich die ganze Küche noch mit Zeug für drin und es geht noch hoch. Und oben ist wirklich, ich muss sagen, sehr interessant. Ja, hier sehe ich ja auch die ganze Zeit, die zerfällt. Das dauert hier, kümmert sich um keiner mehr was. Immer so ungefähr nur ein Anhaltspunkt, seit wann das leer steht. Und hier sieht man zum Beispiel auch noch das Verfallsdatum von Tee. Und wenn man genau sieht, ich weiß nicht mehr, ob man es auf Kamera erkennt. Das ist jetzt auch schon seit 99. Also da vorne sieht man nochmal den Eingang, da sind wir hier reingekommen. Hier so eine kleine Sitzecke. Wir stehen jetzt hier am Tresen, quasi zwischen Tresen und Küche. Und da habe ich mir sagen lassen, ich soll hochgehen, während die Kamera läuft. Ach du Scheiße. Aber eigentlich mega geil so, ne? Ja, ja. Wenn du es merkst, wenn du jetzt über dem Boden. Ja, bist, merkst du direkt. Sehr stabil ist. Ja. Wenn die Bretter halt noch gemacht sind, zwei davon. Das wirkt halt auch immer ganz komisch. Januar 2020. Ja. Alkoholfreier Sekt. Der ist von 2020. Also nichts mehr zu trinken, doch. Leider nichts Haltbares. Leider nicht. Ich hätte hier noch eine Flasche Essig. Zwei Flaschen Essig. Oh. Ja, also was ich halt krass finde hier ist, das ist kein Riesenhaus, aber trotzdem immer noch, wie du gesagt hast, viel Einrichtung, viele Details noch hier zu sehen. Und hier so zwischendurch mal sowas zu sehen, absolut interessant. Vor allen Dingen, weil ich mir selber vorstellen könnte, so eine Hütte im Wald zu haben. Hier am Wochenende dann mit der Family oder mit den Freunden hin und dann einfach mal so ein Wochenende im Wald verbracht und einfach nur vom normalen Alltagsstress abgeschaltet. So ein paar Meter weiter neben dem Haus befindet sich dann hier das Plumpsklo. Ja gut, hast du in Ruhe hier gehabt, ne? Ja. Warst ab vom Schuss, hast das Tier donnern lassen können, hat keiner gehört, warst windgeschützt. Ey, dann hast du ja so eine richtige Biotoilette hier gehabt. Ja. War dieses Mal ein kürzeres Video als sonst. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Abo da, liked das Video, kommentiert, schaut gerne bei Madin vorbei, wird unten verlinkt in der Info. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ja, sind wir fertig, das war's. Gute Nacht. Tschö.